Hallo Freunde, willkommen zurück zu RimWorld. Falls euch die letzte Episode nicht gefallen hat, keine Sorge, wir sind wieder zurück beim alten System. Heute kümmern wir uns nicht um Einzelne, sondern wieder um die ganze Kolonie. Und wenn ihr die Episode toll fandet, freut mich das sehr. Trotzdem sind wir wieder zurück beim alten System. So, was gibt's Neues? Ich habe viel Zeit verbracht mit Aufbau, Umbau, Weiterbau. Und ich hole euch dazu. Wegen den freundlichen Viechern. Oder unfreundlichen Viechern. Kann man sehen, wie man will. Was haben wir denn da oben Schönes? Silber. Eine Menge davon. Könnten wir demnächst mal abbauen. Denn wie ihr seht, sind wir so gut wie pleite. Es kam ein Händler exotischer Güter. Und da habe ich großzügig eingekauft. Plastahl. Bauteile. Hightech-Bauteile, alles mögliche und ihr seht schon, das ist auch direkt alles verschafft. Hier Plastahl ist auch drin. Größtenteils sind wir ziemlich durch, was Plastahl angeht. Jetzt fehlen nur noch die Hightech-Bauteile und ja, Kleinigkeiten vom Plastahl. Wir haben hier allerdings Plastahl gefunden bei dem Tiefenbohrer. Demenz, ja, arme Lisa. Das heißt, der Tiefenbohrer hier organisiert uns dringend benötigten Plastahl. Dann sollten wir das hier wieder erlauben. Ich vermute hier unten auch Plastahl. Dementsprechend räumen wir den Tiefenbohrer gleich mal um. Sobald 6 soweit ist. Dass es seine Nachtschicht beginnt, werden wir das direkt anfangen mit dem Bohrer. Ken kann wieder laufen. Ihre Krankheit ist zu Ende und seitdem ist sie auch wieder auf den Beinen. Sie ist allerdings noch dabei, sich wieder ein bisschen an den Alltag zu gewöhnen, sage ich mal. Wand reparieren finde ich alles ganz toll, Zack. Aber... Okay, das hat schon jemand gemacht. Na schön. Dann ist dem so. Und das Dach wurde auch schon entfernt. Hurra. Alles klar. Da schlafen die Käfer. Pass mal auf. Eigentlich ist das jetzt zu verlockend, das nicht durchzuziehen. Zack war Nahkämpfer. Zack sollte sich vielleicht mal wieder ein Schwert nehmen. Das war Zacks Schwert. Eigentlich müssten wir jetzt eine ganze Menge Leute rauszerren. Welche Wand? Ach so, das willst du abreißen. Ja, das ist okay. Wie gesagt... Eigentlich müssten wir eine Menge Leute rauszerren. Um die Käfergeschichte hier drüben zu beenden. Ansonsten verhungern unsere Kühe zurzeit. Ich könnte jetzt natürlich das ganze Kartoffelzeug hier reinbringen. Dann haben die wieder zu futtern. Aber ihr seht schon, so wie die liegen. Die sind bewusstlos. Das liegt einfach daran, dass die Hunger haben ohne Ende. Wir hatten auch schon viele Fehlgeburten. Wenn das so weitergeht, machen die es nicht mehr sonderlich lange. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das mit dem Mais irgendwann passt. Das zweite Gewächs, was mit Mais ist, natürlich noch dabei zu wachsen. Und seit wir jetzt hier diese Lampen haben, haben wir natürlich auch wieder Stromprobleme. Was so viel heißt wie... Die Generatoren laufen rund um die Uhr, um das ein bisschen auszugleichen. Trotzdem passt es tagsüber nicht. Was hauptsächlich daran liegt, dass wir seit ewiger Zeit jetzt Regen hatten und die Sonnenkollektoren quasi nur auf halber Kraft gelaufen sind. Das scheint der erste sonnige Tag zu sein seit Wochen. Dementsprechend habe ich Hoffnung, dass das heute ein bisschen aufgefüllt wird mit dem Strom. Dann können wir die Teile mal abschalten wieder.
Wunderbar. Sobald sie mit ihrem Kochprojekt fertig ist, darf sie mal wieder gegen die Käfer ran. Das wird sie bestimmt sehr freuen. Sie macht es ja an sich auch sehr, sehr gut mit den Käfern. Dann schauen wir mal. Hier oben hatten wir schon lange keinen... keinen Kampf mehr. So, machen wir hier mal... das Gebiet sicher für die Huskies. Wir holen die Huskies hier wieder dazu, wenn der Kampf mit den Käfern erledigt ist. Die Huskies sollten sich demnächst verabschieden. So, wir müssen noch ein Stück ran. Kein großes Problem. Hat geklappt. Die sind alle auf dem Weg. Ansonsten ebenfalls neu. Ich habe den Neubau der Sprengsätze verboten. Das heißt, alle Sprengsätze, die ausgelöst werden, bleiben dann auch erstmal weg. Okay, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Oh. Das ist jetzt super schlecht. Da brauchen wir Aiko in der Nähe. Der Gärtner kann sich hier drüben gerne um die Pflanzen kümmern. Das ist doch nicht okay. Ist mal im Ernst. Okay, ich glaube, das hätten wir sogar schon. Dann darf sich Riesen um die Kolonien kümmern. Besser als nix. Alles klar. Wo sind wir? Diese Neubauten breche ich manuell ab. Ich erkläre auch noch warum, wenn ich nachher noch dran denke. Jetzt habe ich erstmal noch ein paar andere Geschichten. So, das müsste passen. Der Riesen ist da. Go, go. Und dann hätten wir den aktuellen Käferbefall auch schon wieder geschafft. Das heißt für mich nach wie vor, dass die Verteidigung an sich ganz gut funktioniert und dass die Käfer da nicht so leicht durchkommen. Was gerade nicht so toll war, dass beim Krankenhaus die Wand durchbrochen wurde. Das ist eine ziemliche Tragödie, gefällt mir gar nicht.
So, damit wäre das erledigt. Sie kann keine einfachen Arbeiten machen, weil sie faul ist. Okay. Lisa ist demenzverwirrt, das passt. Und hier werden Wände wieder aufgebaut, was ich sehr gut finde. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Wände so leicht durchbrochen waren. Aber das war nicht der Grund dafür, dass ich die Sprengsätze eigentlich nicht nochmal bauen will. Interessant. Sollte eigentlich nicht sein, aber okay. Gut, warum mache ich das mit den Sprengfallen? Ich habe mir gedacht, wir nehmen statt der HE-Sprengfallen, die dann ein bisschen kollidieren mit unseren, mit der Mörser-Munition, bauen wir Brandgeschosse, machen hier Brandfallen rein. Hintergrund ist der, wir haben gesehen, wie schnell Leute tot umfallen, auch Tiere, wenn sie in einem sehr heißen Bereich sind. Das hier ist ein abgeschlossener Bereich mit Decke und allem. Und wenn wir hier Brände auslösen, steigt regional die Temperatur sehr schnell, sehr weit an. In der Hoffnung, dass alle Angreifer dann einfach den Hitzetod sterben. Oh. Mach den mal bitte kaputt. Das wäre gerade einigermaßen wichtig. Sonst steht er gleich wieder auf. Und wir haben eine Hitzewelle. Das ist nicht so gefährlich wie früher. Die meisten unserer Gebäude sind klimatisiert. Aber manchmal müssen die Leute halt doch im Freien arbeiten. Und für die könnte das eine Gefahr werden. Na gut. Das ist immer noch einigermaßen gut bestückt, hauptsächlich für Tiernahrung. Ah, hier wird immer noch Holz benutzt, um die Schlagfallen wieder aufzubauen. So wahnsinnig viel Holz haben wir nicht mehr. Richtig, nichts mehr. Liegt daran, dass wir auch den ganzen Treibstoff aus Holz machen. Das bedeutet, unsere Gärtnereiabteilung darf sich mal wieder um ein paar Pflanzen kümmern. So, das müsste eine Weile reichen. Dann haben wir hoffentlich genug Holz, die Schlagfallen wieder aufzubauen und auch wieder Treibstoff herzustellen. Bei den Huskies, wie ihr seht, ist da immer noch nicht so viel passiert. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Dinger noch wachsen. Und die werden eben erst bei 100% geerntet oder so. Besuchergruppe. Ich glaube, die haben nichts zum Handeln dabei, oder? Nö. Ich versuch's mit Rechtsklick. Ich habe kein Interaktionsmenü. Die sind einfach nur zu Besuch, die haben nichts zum Handeln dabei, dementsprechend kriegen die nichts von uns und wir auch nichts von denen. Soweit so gut. Da sind die Wände einigermaßen wieder aufgebaut. Strom ist immer noch knapp, wie ich sehe. Yep. Liegt an den Lampen hier, ganz klar. Das heißt, wir brauchen tagsüber mehr Strom, damit wir das ausgleichen können, was da tagsüber gebraucht wird bei den künstlichen Sonnen. Ich hatte im Hinterkopf, dass ich einen Grund habe, dass ich das noch nicht ausgebaut habe. So. Wir haben jetzt auch noch eine Sonneneruption. Super. Ich schlage vor, wir schalten mal ein paar Sachen ab.
Das sind ein paar Stromfresser. Vielleicht kriegen wir damit wenigstens ein bisschen einen Ausgleich hin. Na, die gucken sich unser Raumschiff an. Die werden doch wohl keinen Angriff planen, so nach dem Motto, ach, das ist aber ein schönes Raumschiff. Finde ich toll, dass ihr das für uns hier parkt. Ja, muss nicht sein. So, machen wir das einfach mal hier hin. Das ist noch eine ganze Menge extra Strom, wenn es denn mal fertig wird irgendwann. Bauteile und Stahl sollten aber zumindest einigermaßen erreichbar sein. Und das ist eine schöne Sache, das können wir theoretisch hier im ganzen Innenbereich mit Solarzellen ausstatten. Da stören die nicht wirklich. Und wir nutzen den Platz vielleicht ein bisschen geschickter. Da fragt man sich, was können wir mit den Raumschiffsensoren machen? Im Moment natürlich nicht viel. Das Raumschiff ist ein in sich geschlossener, ein geschlossenes System mit eigener Stromversorgung und Schnickschnack. Und weder der KI-Kern noch die Sensoren haben dann irgendwie die Energie, um zu arbeiten. Deshalb braucht man den Reaktor. Oder ein verflixt langes Kabel. Wenn wir damit zu einem anderen Planeten wollen und das Ganze mit unserem Netz hier betreiben wollen, es ist ein verflucht langes Kabel. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Es kommt mir nicht mit physikalisch möglich. So. Das ist so ein bisschen das Blöde. Wenn ich nur noch die Episoden starte, wenn wir Zwischenfälle haben. Inzwischen ist unsere Kolonie so stark, dass solche Zwischenfälle in ein paar Minuten erledigt sind. Aber ich würde sagen, wir bereiten uns mal darauf vor, dass der nächste Händler exotischer Güter hier auftaucht. Soweit, so gut. Dann müsste das Zeug auch noch irgendwie abtransportiert werden. Also nehmen wir den Kram mal mit. Einigermaßen eine Laufroute. Soweit, so einfach. Okay, hier drüben wird wieder Holz durch die Gegend getragen. Das heißt für mich, wir haben wieder ein bisschen was. Nein, so wahnsinnig viel Holz haben wir nicht. Ich meine, unsere Gärtnerei hat enorm viel zu tun. Überlegt euch mal, wir haben was, 3 Leute, die gärtnern? Mal gucken. Feldarbeit. Okay, wir haben ein paar mehr, aber Aiko ist eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Kochen beschäftigt. Olli hilft, Pinky macht alles Mögliche, ist zurzeit, glaube ich, hauptsächlich beim Kochen und beim Bauen unterwegs. Jackie hat die Nachtschicht. Die könnte sich eigentlich darum kümmern, die Bäume zu fällen. Ich meine, Bäume fällen macht ja kaum Krach. Wen würde das stören, wenn sich hier unten Bäume fällt? Ich meine, Jackie ist dann selbst hier draußen unterwegs. Flamingo, Pinky und Dimitri haben einfach ein bisschen gelitten. Erisen im Übrigen auch. Ja, aber sie könnte ja hier drüben die Bäume fällen. Das stört wirklich keinen. Das ist weit weg. Aber wir wissen ja, wie intelligent die KI ist. Dementsprechend wird das so nichts werden. Kaninchen, da fällt mir ein, dich wollte ich eigentlich zum Reinigen hier drüben bewegen. Pass mal auf. Ich finde es ja toll, dass du die Straßen reinigst. Hier beim Krankenhaus wäre das aber, glaube ich, erstmal wichtiger. Das fehlt mir gerade eigentlich noch ein bisschen. Vielleicht geht's sogar.
Lass mal gucken. Das wäre fantastisch. Okay. Schneeräumgebiet haben sie. Toll. Aber ja, was ich eigentlich wollte, war eine besondere Zone. Mit im Prinzip wie eine Lagerzone, wo man dann zum Beispiel Reinigung und Prioritäten einstellen kann. Mir wäre es zum Beispiel wichtig, dass der Küchenbereich immer sauber ist. Dann der Lagerbereich sollte auch sauber sein, dass die Nahrungskette nicht zu sehr verdreckt wird hier. Also wenn wir zum Beispiel einstellen könnten, dass der Kühlraum ein Reinigungsgebiet ist, mit einer Priorität, wie sauber das ist, die Küche und ein paar andere Gebiete. Ich würde zum Beispiel sagen, dass der Stall sauberer sein sollte als die Straßen. Wohnräume sauberer als die Straßen. Krankenhaus. Dann die OP-Geschichten. Effektiv alles, was mit sterilen Fliesen ausgestattet ist, sollte sauberer gehalten werden als andere Bereiche. Weil offensichtlich, wenn ich sterile Fliesen möchte, ist mir die Sauberkeit dort wichtig. Man müsste also vielleicht nicht unbedingt eine Zone einrichten, sondern das mit dem Fußbelag, mit dem Boden verbinden. Dass man sagt, sterile Fliesen haben die höchste Priorität, die sind immer sauber zu halten. Danach vielleicht Holzböden, danach vielleicht Steinböden. Dass man so eine Priorität einfach abarbeitet. Das würde mich sehr freuen, wenn wir sowas haben könnten. Möglicherweise gibt es für sowas eine Mod, weil ich bin ja keine besondere Schneeflocke. Die Ideen, auf die ich komme, das hatten schon Dutzende Leute vor mir. Und vielleicht war einer davon tatsächlich ein Modder, der dann sowas umgesetzt hat. Wäre also möglich. So, wie sieht's strommäßig aus? Wir haben tatsächlich so ein bisschen Strom in den Batterien nach wie vor. Hier fehlen uns eigentlich eine Menge Bauteile und vor allen Dingen fehlt uns Stahl. Jetzt ist das natürlich so eine Sache. Ich habe hier angefangen, Plaststahl abzubauen. Und der ist auch enorm wichtig für das Raumschiff. Das will ich nicht abändern. Wurde hier schon was abgebaut? Yep. Und da ist auch Plaststahl drunter. Auch der ist enorm wichtig. Ich glaube, da würde ich sogar erstmal auf den normalen Stahl verzichten, solange wir noch den Plaststahl brauchen. Und wenn wir zwei Vorkommen haben, wo wir den kriegen, würde ich sagen, arbeiten wir weiter dran. Okay, so wie es aussieht, wurde hier Heugras geerntet, denn bei den Kühen liegt mal wieder eine Menge Zeug rum. Mais wurde auch ein bisschen was geerntet. Da liegt hier aber nicht mehr viel rum. 7 Mais liegen hier noch. Das ist nicht so die Welt. Solange die Pflanzen in den Gewächshäusern nicht sterben, weil wir vielleicht kein Licht mehr produzieren oder irgendwas wegen unserem Strommangel, bin ich an sich glücklich. Das wäre in Ordnung. Warum läuft Leo mit gezogenem Sturmgewehr durch die Gegend? Ich meine, die tragen alle Staubmäntel. Die haben keinen. Ach so, er geht auf die Jagd. Lass gucken. Jagdalpaka. Und macht jetzt Frühstück und geht heim. Was ein Glück, dass du... Okay. Ja, dass Leo verwirrt, das habe ich schon gemerkt. Oh, Junge. Ja, er geht nicht so ganz mit dem Plan an den Tag, würde ich sagen. Das könnte man besser machen. So, Kaninchen, du versorgst Lisa. Das finde ich super. Krebsgeschwür klingt ab. Das ist super. Wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich irgendwann mal weg. Und Husky. Fehlgeburt.
Das verstehe ich nicht so ganz. Die Huskies haben Zugriff auf sämtliche Nahrungsquellen. Die könnten auch hier reingehen und... Damit ich keinen Putz laber. Das könnten wir vielleicht ein bisschen angenehmer hier eingliedern, aber... Die haben keinen Zugriff auf die Küche, weil ich einfach vermeiden will, dass die Huskies das hier dreckig machen. Die haben Zugriff auf das hier, sie könnten überall was anknabbern. Sie haben Zugriff auf sämtliche Bereiche, sogar auf den Lagerbereich hier. Also, wenn die Huskies wollen, können sie was essen. Das sehe ich nicht, warum nicht. Sonst bedienen sie sich auch überall. Hier, Husky frisst Mais, kein Problem. Husky trägt Mais, Husky frisst Mais. Deshalb verstehe ich nicht, warum ausgewachsene Huskies, die trächtig sind, Hungerprobleme haben. Das läuft nicht ganz rund. Ich meine, ja, sicher will ein Husky lieber hier Husky-Futter essen, also dieses... Trockenfutter. Hatte gerade einen anderen Pemmican, wollte ich sagen. Das ist aber dieses Dörrfleisch im Original. Und wie heißt das Tierfutter? Irgendwas mit C, glaube ich. Komme ich gerade nicht drauf. Kibbel. Aha. Hirn manchmal langsam, aber es funktioniert noch irgendwie. Klar essen die lieber ihr Trockenfutter oder Kibbel, aber... Die haben Zugriff auf alles. Müssen sie haben. Sie transportieren das Zeug. Deshalb... Ich verstehe es manchmal nicht. Aber gut. Passiert ist passiert, so ist es. Das gefällt mir gar nicht. Es regnet schon wieder. Im Regen ist weniger mit Strom hier. Tagsüber müssen wir natürlich jetzt langsam aber sicher ein bisschen was machen. Hier wurde wahrscheinlich noch nirgendwo angefangen. Natürlich nicht. Nope. Ich hatte zwischenzeitlich sogar überlegt, die beiden Geschütze abzubauen. Und ich glaube, wir bauen sie nicht wieder auf. Aber ich war doch froh, dass wir sie wenigstens hatten, als die Käfer durchgebrochen sind. Jetzt ruht sie sich aus. Jetzt hat sie gemerkt, dass ich ihr wieder hier Schutt entfernen hier drüben aufdrücken wollte. Und nö, dann geht sie lieber ins Bett. Alles klar. Die Straßen fegen ist meiner Meinung nach einfach nicht so wichtig, wie zum Beispiel den Schutt hier zu entfernen. Es ist einfach nur Putz, der von der Wand gebröckelt ist, weil es auf der anderen Seite der Wand eine Explosion gab. Aber wenn bionische Herzen hier gelagert werden, wäre das vielleicht toll, ein Minimum an Ordnung zu wahren. Wobei man sagen könnte, wenn es aus dem Lager kommt und in den OP geht, wird das sowieso nochmal gereinigt. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen blöd. Holz 18, das heißt, irgendwas macht unsere... Gärtnertruppe. Die haben angefangen, Pflanzen zu entfernen. Wunderbar. Dann kriegen wir da wenigstens wieder ein bisschen Holz. Und irgendwann dann auch wieder Treibstoff. Und ich denke, ein paar Stromfresser abzuschalten hat wenigstens ein bisschen geholfen. Nachts gehen die Batterien wieder ein bisschen voll. Tagsüber, ja, schauen wir mal. Hält noch nicht so richtig. Aber das kriegen wir hin. Wir haben, soweit ich das sehe, 5 Geothermiekraftwerke. Kann ich nachvollziehen? Ich habe auch leichte Kopfschmerzen. So. Kriege ich raus, wie viel der... Ein Raumschiffreaktor wiegt 1 Kilo.
Okay. Das ist deutlich effizienter, als ich dachte. Besonders bei der Größe. Besonders bei der Menge an Uran, Plaststahl und Stahl. Aber gut, wenn es ein Kilo wiegt, wiegt es ein Kilo. So viel zu physikalisch möglich. Ich überlege gerade, wie sinnvoll es wäre, Raumschiffreaktoren zu benutzen, um die Kolonie zu befeuern. Nehmen wir mal an, wir nehmen irgendein Gebäude, was weiß ich, bauen wir es speziell dafür. Und da kriegen wir vier von diesen Raumschiffsgeneratoren rein. Wie viel produzieren die und wie viel verbrauchen wir? Schaffen wir das? Ich meine, für den Spieldurchgang kommt das jetzt nicht mehr in Frage. Wenn ich das schaffe, das Raumschiff fertig zu machen und mit den Leuten hier zu verschwinden, dann ist das Let's Play zu Ende. Aber das ist die Frage. Ist ein Raumschiffreaktor eine sinnvolle Möglichkeit, Strom zu produzieren für Kolonien, die vielleicht nicht als oberstes Ziel haben, hier zu verschwinden? Man könnte jederzeit sagen, wir nehmen Leute, die sich gut verstehen, gründen eine zweite Kolonie und breiten uns ein bisschen auf der Welt aus, werden eine stärkere Fraktion mit mehreren Lagern. Dann haben wir auch viel mehr zu tun. Ich könnte wahrscheinlich für jede Spielminute, die ich mache, aufnehmen und in Video verwursten, wenn wir zwei oder drei Siedlungen hätten und ich einfach zwischen den Siedlungen hin und her wechseln. Weil wir dadurch natürlich viel mehr Zufallsevents haben. Es passiert dann einfach viel mehr. Dann hätte ich nicht stundenlang Offscreen-Aufnahmen, oder das nehme ich ja nicht auf, aber stundenlang Offscreen spielen, um zum nächsten halbwegs interessanten Punkt zu kommen. Kaninchen, was ist los mit deinen Bedürfnissen? Oh, das psychische Brummen ist ja übel. Und jemand hat ein bionisches Ohr hergestellt. Bin ja fast ein bisschen verwundert. Ich glaube, das Ohr war für Graue gedacht ursprünglich. Lass mal gucken. Jep, weil das Ohr abgeschnitten ist. Da könnten wir also überlegen, ob wir demnächst mal wieder eine OP starten und Graue ein neues Ohr rantackern. Das einfach mal in die Kommentare. Ich denke, die nächste Episode nehme ich erst auf, nachdem die hier schon veröffentlicht ist. Das heißt, da könnte ich dann noch kurzfristig drauf reagieren. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen, das muss für heute gut sein. Ich freue mich auf die Kommentare von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.